So, hallo liebe Leute. Ich spiele jetzt schon ein bisschen länger Hearthstone und habe gerade meine ersten 100 Spiele im Spielmodus Spielen gewonnen. Und habe dafür 300 Gold bekommen. Da dachte ich mir, ah, lass uns mal ein bisschen Arena machen hier. Habe ja jetzt genug Gold. Und überlege gerade. Aha. Die. Also zur Erklärung: Mit dem Schamane komme ich nicht klar. Dieses Überladen, das macht mir meinen Mana-Pool zu klein. Den Hexenmeister. Weiß nicht. Komme ich auch nicht so. Das war der erste Charakter, den ich freigeschaltet habe nach dem Mark, ja. Ich glaube, ich nehme den Rogue, weil bis jetzt habe ich jetzt den zuverlässigsten Erfolg. Auf der Höhe. Gerade durch die Heldenfähigkeit. Alamobot. Weiß nicht. Finde ich immer noch Quatsch. Weil es halt 0-3 ist. So. Wenn ihr ein Zauber wirkt, ich weiß nicht, ob ich so viel Zauber wirken werde. Fügt selbst viel Schaden zu. Und heilen kann ich auch nicht. Gut, auf der macht das hier noch am meisten Sinn, weil heilen kann ich eh nicht und das andere, keine Ahnung. So, entweder den schließen wir direkt aus, weil der kann mir auch Schaden machen. Entweder Moorkrabbler, 3-6 Spott oder 1-2 Spott. Der so günstig ist, nehme ich glaube ich den 1-2 Spott erstmal. Die ganzen Braumeister lassen einen Diener vom Schlachtfeld von Hand zurückkehren. Schlingertreiber oder Verrat? Verrat ist einfach zu gut, das brauche ich auf jeden Fall drin. Das, naja, kann man lustige Plays mitmachen oder lustige Spielzüge. Verstohlen, der ist solide. So, ich will trotzdem den Mann nehmen. Ich habe am Helden 4 Leben wieder her. Nee, für den, das 2 Angriffe im Zug war ganz interessant. Aber das hier finde ich viel interessanter durch den Enrage. Oh. Klinge des Assassinen oder durch Fächer? Ich glaube, ich nehme erstmal Klinge der Assassinen. Einfach um ein bisschen mehr die Karten ein bisschen wegmachen zu können. Fällt ein Gegner ein. Fällt einem Diener plus 2. Oder Karten ziehen. Das kann halt wirklich ein ganzes Spiel drehen, wenn du später nochmal 4 Karten ziehen kannst. Es kann aber auch sein, dass du es relativ früh kriegst und davon gar nichts hast und nicht viel. Deswegen. Ein paar Kreaturen haben wir schon. Ich hätte gerne das Sprinten. Nochmal Klinge der Assassin. Frostwolf, Kriegsfürst oder Raketenschütze. Ich mag die nicht so richtig, weil im Endeffekt sind einfach nur 5 Schaden, die ich irgendwo draufhauen kann für 6 Mana. Weil im Normalfall stirbt die, wenn man nicht gerade komplett durchkommt. Das finde ich immer ein bisschen für 6 Mana ein bisschen lame. Weil guck mal, der hat 7 Punkte insgesamt, der hier hat 8, auch wenn es halt einen Schaden weniger ist. Der hier ist mir eigentlich fast zu situationsabhängig. Ich glaube hier nochmal Klinge der Assassin. Die Kombo-Fähigkeit. Plus 4 Angriff, Verstohlenheit. Nein, weiß nicht. Mäh, der ist mir zu schwach. Dafür ist eine gute, kann einen Schaden machen. Aber das kann ich auch mit meiner Waffe. Das brauche ich nicht. Vielleicht ein Diener plus 2 Angriff. Beim Kombo hat es plus 4. Ja, das hätte ich gerne, falls ich irgendwie meinen Winzer damit kombinieren kann. Hat Ansturm, wenn ihr eine Waffe angelegt habt. Das ist natürlich für mich schon ziemlich nice. Das ist ein bisschen mehr Schaden. Das ist Card Draw. Das ist alles ziemlich cool. Hab es jetzt von 8 Karten. 1, 2, 3. Nur an Kreaturen. Ich glaube, ich nehme Kreaturen mit Karten ziehen. An der Stelle. Unser Arena-Deck hier ist noch. Ach, Alarmwort will ich nicht. Spott Gottesschild. Was sind 2 Schaden? Beim Kampfschrei auf einer Klinge, das ist schon ziemlich cool. Aber ich habe schon 2 Waffen. Ich will eigentlich nicht noch mehr Waffen. Ich würde lieber Spott und Gottesschild nehmen. Das ist ziemlich cool. Nochmal eine Klinge. Eine dritte Klinge der Assassinen. Ja, die könnte ich benutzen. Das ist meine ganze Stufe 5 bis jetzt. Klinge der Assassinen. Will ich davon noch eine haben? Ich kann mir auch so eine Waffe anlegen. Deswegen brauche ich vielleicht nicht ganz so viele Waffen. Nehme ich halt auch noch einen Frostwolfskriegsfürst. Vielleicht kriege ich ihn ja irgendwie hin. Das ist wieder so meh. Er hat jetzt zwar wenigstens 4 Angriffe, aber er ist im Prinzip auch die nächste Runde tot, wenn man die 2 Schaden verursacht hat. Im Normalfall. Oder oft so rum Ansturm. Oder hier ist noch ein bisschen ziehende Karte.
Weiß nicht. Bin mir echt gerade nicht so richtig sicher, was er nehmen sollte. Ich denke, Karten ziehen ist wichtiger. In einem Rogue-Deck. Übrigens, mal kurz von weg zu schicken, ich bin nie besser als 2 zu 3 gegangen. Also dreimal verloren, zweimal gewonnen. Deswegen, der ist auf jeden Fall für das Geld, für den Mana sehr viel wert. Hab kaum Spott bis jetzt. Auch wenn ich den Deutsch gerne nehmen würde, ich würde doch gerne lieber ein bisschen mehr Spott im Deck haben. So, Zauberschaden plus 1, das würde, glaube ich, nur mein Dolchfächer bis jetzt betreffen, den ich genau einmal habe. Nein, habe ich gar nicht. Ich habe ja gar nicht. Ich habe mir gar nicht, was Zauberschaden plus bringt. Von daher bringt es mir, glaube ich, nicht so viel. Auf die Hand zurückkehren, spielt dann halt einfach nochmal. Weiß nicht, ob das irgendwas bringt. In welchem Fall bringt er mir sowas, was nur wenn irgendwie das einen Negativeffekt hat. Was er da gespielt hat. Dann nehme ich, glaube ich, lieber das hier. Mit Ansturm. Oh, wieder sowas Gemeines hier. Tödliches Gift, auf jeden Fall geil. Gerade weil ich hier schon zweimal Klinge der Assassinen habe. Deshalb mache ich immer 5 Schaden und mit 4 Haltbarkeit. Ich kann eine andere Waffe zerstören. Das ist auch. Das ist eine 3-2er für 2 Mana. Das ist echt nicht schlecht. Und dann hat Aladin haben plus einen Angriff. Ich würde gerne die gegnerische Waffe zerstören, glaube ich. Weil die haben mich schon so oft irritiert. Feindlichen Held, das ist. Keine Ahnung, das kriege ich auch anders hin. Ich glaube, dann nehme ich lieber noch ein bisschen Spott. Dreier-Kreaturen habe ich, oder Dreier-Karten habe ich fast gar keine. Myrlok-Räuber. Friert ein, oder noch eine Klinge der Assassinen. Ich will nicht so viele Waffen nehmen, weil dann nehme ich auch Schaden. Ich denke. Niedrige habe ich hier genug. Ich denke, ich nehme den Einfrierhelden. Also nicht Helden, sondern Elementar. Frostelementar. Hier wäre eine Dreier dabei. Fügt dem Helden 3 Schaden zu. Naja. Ist halt nur so, naja. Zweier habe ich eigentlich erstmal genug. Ich denke, ich nehme hier die Dreier. Die ist ganz okay. Oh. Großwürdig, habe ich noch nie gesehen. Vernichtet einen Diener mit mindestens 7 Angriff. Ha. Das ist irgendwie. Ich mag den. Den spiele ich selber ziemlich oft. Den habe ich auch. Ich glaube sogar, nein, nur einmal. Weil wenn man Schaden nimmt, kann das wirklich das ganze Spiel rumdrehen, wenn man plötzlich eine 8-8er draußen hat. Allerdings ohne Spott oder sowas ist schwierig. Auf der anderen Seite könnte ich hier einen nehmen, die irgendwas töten kann. Und es nur 2 Mana kostet. Ein bisschen zuverlässiger ist, was das Aufrufen angeht. Nein, ich will den geschmolzenen Riesen haben, der kann mir mal wirklich das Leben retten. Also, ich spiele jetzt gerade auf Kreaturen, fast komplett Kreaturen. Wenig Zauber. Ich will noch mal ein bisschen Spott haben. Den hier wollte ich sowieso noch nehmen. Den Schildsturmtiger. Nee, Schlingendurmtiger, Entschuldigung. Stufe 5 ist der. Oh, Headcrack, Schädelbruch, das ist. Ah, oder Messerjongleur. Verwüster, ich weiß nicht, den kriege ich nie so richtig zum Laufen. Ich denke, ich nehme eher das. Das kann nämlich den Gegner wirklich dann im späteren Spiel ziemlich töten, weil es nur die 2 Schaden ist für nix, wenn man die Combo benutzt. Kriege ich ja die Hand wieder auf die Karte wieder auf die Hand. So, jetzt kann habe ich die Wahl zwischen dem und dem. Ich denke, ich nehme noch einen Tiger mit. Eure anderen Piraten haben plus eins. Ich habe keine Piraten. Bergriese kostet einfach jede andere Karte auf eurer Hand. So viel Card Draw habe ich, glaube ich, nicht. Da musst du erst noch mindestens 2 Karten auf der Hand haben, damit du den spielen kannst. Aber immer noch die beste Alternative zu dem Rest, würde ich sagen. Wobei, habe ich Kapitän. Habe ich irgendwie. Doch, ich habe doch hier Südmeer-Deckmatrose. Die habe ich doch. Sonst noch irgendwelche Piraten? Nee, ich glaube nicht. Nee. Aber dann ist, glaube ich, für 3 Mana eine 3-3er immer noch nicht so schlecht ist, wenn die keinen Bonus gibt. Die 8-8er weiß ich nicht. Alle Murlocs? Nein, dann nehme ich doch wieder den, wenn ich hier sowas Schönes habe. Verursacht einen Schaden, zieht eine Karte. Ich könnte halt die vierte hätte ich schon, oder fünfte hätte ich schon davon nehmen können.
Verleiht einem Diener plus 2 Angriff für 4. Nehme ich das? Oder verursacht einen Schaden und zieht eine Karte. Möp, 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 möp. Verursacht einen Schaden, zieht eine Karte. Nützt mir das irgendwann mal was? Also ich habe hier gerade die Wahl zwischen den beiden. Wie gesagt, so Klinge der Assassinen, denke ich, habe ich genug. Ich denke, ich nehme mal das. Einfach nur, um irgendwo einen Gegner zu finishen. Ich hätte gerne noch ein bisschen Sport. In dem Fall der mit mehr Leben. Lass einen Befund auf eure Hand zurückkehren. Der Diener kostet 2 weniger. Verschwinden. Lasst alle Diener auf die Hand ihres Besitzers zurückkehren. Das wäre cool, wenn er irgendwas extrem gebufft hat. Kann ich es einfach zurückgeben und sagen, spiel nochmal. Ich glaube, ich will lieber meinen eigenen sozusagen schützen. Und den auf meine Hand zurückholen. Das hier finde ich ein bisschen schwierig, weil ich glaube, ich habe nicht genug Heilung, habe ich quasi nicht. Kann ich angreifen? Ich habe keinen Silence, um ihn da irgendwie zu hindern. Ich habe ein paar Zauber. Moment mal, mit dem Schädelbruch könnte der extrem geil werden. Weil den kriege ich ja wieder. Ansonsten habe ich ja nicht so wahnsinnig viele Zauber. Nee, quasi keine. Wie viel Schaden habe ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der wiederkommt. Ich habe sechs noch mit Sprinten. Ich glaube, das ist trotzdem die beste Option, die ich hier habe. Ich kann bloß hoffen, dass ich die zusammenziehe. Mana-Kurve ist nicht so ganz ideal. Mein Ziel ist es, besser als 2 zu 3 zu gehen. Von daher werden wir mal sehen, wie gut das klappt, würde ich sagen. Ja, immer diese Anfragen. Also, ich weiß nicht, ob ihr die auch habt. Irgendwie PvP-Bank Nummer 48.000 hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wurde dem mal wieder gerade. Hat mir gerade eine Anfrage geschickt. Yay. Gegen den Krieger. Naja, da werde ich mal sehen. Der hat genauso. Auf der Hut. 0, 1, 2, 3. Eigentlich ganz cool. Aber ich denke, ich brauche den noch nicht. Ja, habe sogar Spott bekommen. Finde ich sogar ein bisschen besser, denke ich, als eine 2-3 ohne Spott. Je nachdem, was er spielt, habe ich ein bisschen Auswahl. Joa. Kann ihm keinen Ansturm geben. Ich brauche keinen Spott spielen, wenn er nichts gespielt hat. Wenn wir in der ersten Runde müssen wir einer Waffe haben. Um das in der ersten Runde hinzukriegen, dass das hilft. Rüstung, die passt. Hat er eine Null? Ah, alles klar. Innere Wut. Das nervt. Hätte ich das doch andersrum spielen sollen. Du, 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 du. Dann spiele ich doch mal lieber das. Immer wenn ich die verletze, kriegt er Rüstung, weil nämlich das will. Oder ob ich erstmal einfach auf ihn gehe und dann wirklich mit einem Schlag. Oder das ist ja nicht bloß, wenn ich die verletze, sondern jedes Mal, wenn ich irgendeinen Diener von ihm verletze, so rum. Oder ich muss irgendwas haben, was 4 Schaden macht, was daneben liegt. Ich überlege gerade, ich glaube, ich hole mir Taunt, weil dafür zählt auch, wenn er angreift. Hol ich mir Torn, ist jetzt die Frage. Ich glaube, das mache ich mal. Ich spiele hier den Spotthelden und dann noch. Na, lass mich das. Einfach um ein bisschen Stress zu machen. Und gehe dann auf ihn. Wobei ich hätte auch das angreifen können, da wäre hier gestorben. Naja. Wobei, ja, egal.
Ist halt so, wie es ist. Hätte halt eine Rüstung bekommen einmal. Es ist einfach nur nervig. Das ist gar nicht so was extrem Gutes. Aber es ist. Es kann ihm halt kostenloses Leben geben, sozusagen. Das soll eine Waffe sein. Hab schon gedacht, dass sowas kommt. Na? Ich werde wahrscheinlich nur zwei opfern müssen, um die tot zu kriegen. Alternativ kann ich es anders machen. Ich kann den verletzen und den verletzen mit meinen zwei Angriffen und dann beide töten. Ich würde sagen, das ist die deutlich effektivere Variante. So, oder sterben die nämlich beide. Dann habe ich hier noch einmal Spott. Man kann ihn zumindest nochmal angreifen, damit er nicht mehr ganz so viel Rüstung hat. Ich glaube, ein viel besseres Spiel wäre doch nicht gegangen. Und ich habe jetzt schon Probleme mit meinen Karten ziehen. Das wird wohl der Pferdefuß auf diesem Deck sein. Ja, das werde ich dann traden müssen. Und warum ich, dass ich den so am Anfang ziehe, ist. Ah, schade. Ich den so am Anfang ziehe, war nicht so schön. Hier könnte ich decken, ja. Ich werde hier mal selber angreifen müssen. Weil Schaden macht er mir so oder so. Und werde es mal so machen müssen. Dafür habe ich meine Waffen. Um dann mal plötzlich doch noch was zum Angreifen zu haben. Ja, und er hat ziemlich viel Spott. Was mich etwas stört, um ehrlich zu sein. Kann ich hier Combo machen? Da ist doch einen neuen Angriff. Frage ist, will ich das? Weil momentan muss ich eh den besiegen vorher. Und der nützt mir das nicht so wahnsinnig viel, wenn er mehr Angriff hat. Momentan sehe ich da keinen Sinn drin. Weil sterben, nee, sterben tue ich nicht, aber töten tue ich den trotzdem momentan. Da brauche ich das nicht machen. Okay, jetzt kriege ich 7 Schaden, aber. Aber dadurch ist das halt auch, dass ich den 7 Mana weniger kostet. Kann ich den nächste Runde wahrscheinlich rufen sogar. Allerdings muss ich aufpassen, dass er mich nicht einfach tötet. Na, jetzt kann ich den rufen. Ich will auch jetzt noch keine Kobo spielen, bin ich der Meinung. Töte den. Und kann den töten. Bringt mich so auf 12 Leben runter. Der hat 35 quasi Leben. Das ist voll schrecklich. Aber ich mag das nicht spielen, wenn ich die Runde nicht benutzen kann. Weil am Ende tötet er das bloß durch irgendeinen blöden Zufall jetzt bestimmt sein Hinrichten hier auf den Tiger kommen. Und da hat mir das alles nichts genützt. Er spielt zuerst seine Armor. Der scheint keine Waffen zu haben, obwohl er Piratenwaffen Mein haben neues sollte. Rezept wird euch gefallen. 3-2 gewechselt. Momentan hat er 5 Angriff. Das werde ich auf jeden Fall jetzt mal spielen. Das könnte ich mir Taunt holen. Das bringt mich in eine ganz andere Position wieder. Aber ich will eigentlich möglichst viel Schaden machen jetzt. Achso, muss ich seinen Schaden ein bisschen eliminieren. Und dann mache ich aber das hier drauf. Dann mache ich plötzlich 17 Schaden die Runde. Wenn er da nicht aufpasst, ist nächste Runde tot. Ich habe noch 3 Schaden auf meiner Waffe. Dann wird er jetzt wahrscheinlich seinen Hinrichten kommen. Ja, das war abzusehen. Also, das machen wir. Ah. Wie ich hier einen Schattenschritt benutzen, um meinen Tiger zu retten.
Ich könnte auch. Dann spiele ich auf jeden Fall den. Dann habe ich noch 8 übrig. Ich kann entweder meinen Schattenstand benutzen, meinen Tiger retten und einen neuen Tiger spielen. Oder ich spiele den hier. Und friere den ein auf jeden Fall. Mach ihm einfach direkt Schaden. Ich werde meine Waffe, denke ich, behalte ich die oder mache ich die auch noch direkt auf ihn? Ich mache mal so schnell Schaden wie möglich. Ich habe auf jeden Fall jetzt Lebensvorteil zwar nicht mehr, aber einen extremen Vorteil, was ich auf dem Board habe und auch was ich noch auf der Hand habe. Was ihr wolle. Und er will dem hier jetzt plus einen Angriff geben. So. Kann jetzt den Tiger spielen unter meinen Frostwolf. Das gibt mir nochmal einen ordentlichen Buff. Ich habe jetzt zwei anzugreifen. Egal wie hoch ich es mache, mein Tiger stirbt bei der Aktion. Finde ich aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Besser als dass der Typ da ewig überlebt. So, jetzt habe ich 8, 18 Schaden draußen liegen. Er kann sich noch einmal Armor geben und dann würde ich ihn immer noch töten. Oh, aber er hat sogar keinen Ton, das ist mir das egal. Wenn er mir jetzt die Runde überlässt, dann, ja. Gut gespielt. Dann bin ich nicht doof. Ich hau da einfach drauf. Auch wenn er sich denn kopiert hat. Ich wusste gar nicht, man hat die Buffs auch mit kopiert. Ja, man kopiert bloß die Karte an sich. Aber anscheinend auch die Buffs. Ja, dann ging die erste Runde doch schon mal ganz gut, würde ich sagen. Der Krieger hat nicht so wahnsinnig eine Chance gehabt. Da habe ich schon die Hälfte von meinem besten Schlüssel bis jetzt geschafft. Mal sehen, wie es weitergeht. Ging aber schnell diesmal. So, gegen den Paladin. Der wird mich ärgern. Und die beiden brauche ich nicht, die sind viel zu hoch im Mana. Die werfe ich beide ab. Da bekomme ich ewig nicht hin. Brauche ich ganz andere Sachen vorher. Wieder der Schattenschritt, den habe ich nur einmal reingenommen. Krieg's aber trotzdem immer wieder, sehr gut. Mein erster Zug ist dann wohl geprägt von nichts. Und wovon ist sein erster Zug Ich geprägt? grüße euch. Von Grüßen, ja, das kann ich Die auch machen. Freude ist ganz meinerseits. Das ist natürlich gemein so früh. Was ihr wolle. Mal ein bisschen Turn spielen, weil er wird wahrscheinlich, wenn er jetzt nichts hat, wird er anfangen, diese komischen Viecher zu rufen. Weiß nicht, ob mir das gefallen soll oder nicht. Er hat aber anscheinend was. Ja, er hat was. Will ich jetzt traden dafür? Jeden Fall mache ich erstmal einen Schaden. So, jetzt, wenn sie mich angreift, müsste sie den mit zerstören, von daher denke ich, ich kann das so machen, um den Schaden zu machen, und sie muss ja sowieso den Spottherrn angreifen. Ich denke, damit habe ich den maximalen Schaden rausbekommen oder halt oder bufft er sie jetzt noch? Ah, er macht es so rum. Das ist natürlich ungünstig. Aber so nehme ich zumindest nur 2 Schaden und nicht 4, zumindest bis jetzt. Na, 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 na. Da werde ich auf jeden Fall mal das hier spielen. Damit der nicht so einfach bei mir durchkommt, würde ich sagen.
Ist nämlich immer, wenn er die Karte, wenn er damit angreift, erhält er 2 Leben. Also vorm Angreifen sozusagen. Von daher ist das mit, kann man da eins einfach mal jemand ein Vieh wegmachen, was 2 Angriff hat. Das stört überhaupt nicht. Oder man gibt sie halt ein Leben, wenn man eine Einzelkreatur angreift. Oh, das ist natürlich ein schöner Spielzug. Gut gespielt. Den feindlichen Helden 2 Schaden zu. Ich 3 Schaden. Ba, 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 ba. Oh, da fällt mir ein, ich kann doch Schattenschritt benutzen. Für solche Sachen habe ich es doch. Habe ich es wieder. Und es kostet mir auch nur 2. Rat will ich noch nicht spielen, da kann ich auch mal Headcrack spielen. Weil es kann. Behalte ich ja sozusagen einfach mal übrige Bahner verballern, dass man den Schaden umwandeln kann. Ich habe ein riesiges Gewehr. So, jetzt muss er mit allen beiden angreifen, um durchzukommen. Was viel schöner ist, jetzt kann ich Verrat deutlich sinnvoller einsetzen. Ich habe da eine 4 übrig. Lässt mich offen. Was passiert sonst? Er müsste, um hier durchzukommen, alles benutzen, was er hat. Oder wenn er irgendwie das Gottesschild los wird, braucht er immer noch 2, die dann sterben. Ich denke, das ist die bessere Variante, das zu spielen. Oder ich nehme halt 3 Schaden. Weil ich mich den übrig lassen. So viele Ich denke, ich mache das so. Hab noch 4 übrig. Nehme dadurch 3 Schaden, aber ich kann ihm noch mal 2 machen. Ich werde nächste Runde meinen Sport spielen. Weil ich glaube, so habe ich den meiste Variante aus meinem rausbekommen. Oh. Da kommt direkt ein Zauber hinterher. Meinen wir werden, wenn ihr einen Zauber ruft. Nö. Als Schurke habe ich nicht so viel, was Flächenschaden macht. Es ist nicht schön, was er hier gerade mit mir treibt. Gar nicht schön. Wenn ich das spiele. Bam. Ich muss das Ich wahrscheinlich frage spielen. mich, ob. Weil dann wird er einfach damit den Gottesschild durch zerschlagen. Huh, nicht so einfach. Ich denke, ich nehme einfach mal den Schaden in Kauf. Beziehungsweise Los zumindest den da kann ich geht's. vernichten. Dann nehme ich den Schaden immer noch einmal. Aber ich will wieder ein bisschen Gegendruck aufbauen können. Sonst komme ich hier nicht wieder aus der defensiven Haltung raus. Ich brauche die Kreaturen auf dem Feld, um seine wegzuhauen. Den Schädelbruch mehrfach zu spielen, war vielleicht nicht die beste Idee. Zumindest nicht bis jetzt. Ich frage mich, ob. Spielen Geheimnis. Ich bin bereit zu lernen. Na, herr dich. Mein Schild für Ich überlege gerade, was Argus. für Geheimnisse es gibt. Melde mich zum Dienst. Für ein Dingens. Aber das tut weh. Ich denke, ich werde das spielen und mal testen, was für ein Geheimnis ist, was auf, naja, auf Kreatur wirken wird schon mal nicht. Er hat zu viele Dreierangriff. Das Die ist Wahrheit ist nervig. mein Schild.
Dahin, okay, Heldenopfer ist es. Es ist natürlich nicht so schön. Er hat viel zu viele Kreaturen für meinen Geschmack. Und ich habe nicht mal Spot. Wahrscheinlich kann ich mich sogar jetzt töten. Was er hier? 3, 6, 8, 11, 13, 14. Ja, fehlt noch genau ein Schaden irgendwoher. Und Paladine haben direkten Schaden. Gut gespielt. Kann ich mich eigentlich schon verabschieden. Ich mach das zwei Runden lang. Ich frage mich, ob... Ja, und dann bin ich tot. Ach nein, ich habe noch Spott, stimmt. Aber trotzdem bin ich so gut wie tot. Ich habe noch zwei Leben. Ja, dann bin ich tot. Dann brauchst du noch irgendwas mit Ansturm. Gegen einen Paladin läuft es irgendwie nicht so richtig. Da habe ich doch ein zu teures Deck. Bin bloß bis 8 Mana gekommen. Dem seien zwar deutlich günstiger. Ich glaube generell ist in der Arena die günstigen Rush-Decks sozusagen ein bisschen im Vorteil. Zumindest gegen sowas wie mein Deck gerade. Aber ich spiele Arena ja vor allen Dingen zum Spaß, weil man halt nicht das Super-Mega-Deck bauen kann oder extrem selten das Super-Mega-Deck bauen kann. Ich selber spiele eigentlich lieber Jäger. Ich finde die Jäger... Ich will nicht als erstes dran sein, ich mag das nicht. Zu hoch. Oh, gibt ja noch was Höheres, also ehrlich. Oh. So bringt mein Glück bei Hearthstone ziemlich oft. Oder teilweise werfe ich eine Karte weg und krieg die zweite Variante von der Karte. Zumindest habe ich hier jetzt ein bisschen Glück. Gegen Druiden, na herrlich. Die können sich mal ganz schnell ein paar Mana-Kristalle herzaubern. Ja, Coin direkt in den Mana-Kristall? Nö. Also aber auch nicht viel besser. Was er da jetzt gezaubert hat. Das darf ich auf ihn nicht machen. Los geht's. Ich könnte mit dem das angreifen, dann nehme ich 3 Schaden einfach so. Wenn ich die nicht töten kann, weiß ich nicht. Lohnt sich glaube ich nicht so sehr. Okay, er tötet sozusagen die Runde das. Nein, der Hut. Okay, ja doch, er tötet so. Reicht ja vollkommen. Tata, tata, tata. Ich hab nichts, was 3 kostet. Los geht's. Muss ich es doch mal machen. Hätte ich es vorhin doch gemacht. Muss ich jetzt einmal Schaden weniger einstecken. Wobei ich kann es eigentlich damit machen dann. Ja, hätte ich sogar bloß einmal Schaden gebraucht. Ach ne, damit darf ich es ja nicht. Weil ich das ja nicht zauber oder sowas darauf. Oh, damit überlebt es sogar noch eine ganze Weile. Das ist mehr als ungünstig. Dann muss ich sowas machen. Mal ein bisschen auf dem Ding drauf rumhacken. Weil es macht mir eh keinen Schaden. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen wenig... Ich habe zwar Spott, aber jetzt ziehe ich irgendwie immer am Anfang. Und ich habe auf jeden Fall zu wenig Removal. Die können immer alle ihre Kreaturen spielen, wie sie lustig sind. Ich habe eigentlich nur das als Remove. Das ist echt wenig. Oder auch nie so wenig. Ich habe es auf jeden Fall öfter drin. Los geht's. Mach ich erstmal das hier weg. Dann nehme ich wahrscheinlich nächste Runde 2 Schaden, weil er das wegmacht und dann mich direkt angreift. Kann nicht angegriffen oder als Ziel gewählt werden, bis der Schaden verursacht. Ja, kann ich danach das benutzen, um ihn zu töten. Weil will ich das? Ich könnte auch das benutzen, um... Ich mache jetzt 3 Schaden und greife dann selber an. Nee, macht das vom Karten ziehen. Achso, dann lässt er den angreifen. Okay. Um mir dann direkt 4 Schaden zu machen.
Ich weiß nicht, ob er so viele Karten dafür verbraten hätte. Wobei, er hat ja eine Karte dadurch auch wieder gezogen. Er hat gar keine Karten dafür verbraten. Fällt also auf. Dann werde ich auf jeden Fall das mal spielen. Weil ich das dringend brauche. Los geht's. Das war's. Ich müsste halt immer mein Leben für Board Control opfern. Ah, das ist gemein. Das geht nicht auch durch, das Gottesschild. Dafür ziehe ich zwar zwei Karten, aber naja. Er kann mich dann einfach mit 5 angreifen. 6. Gut gespielt. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Der nächste Runde halt 9 Angriff. Und ich habe keinen Taunt mehr. Wenn ich ihn jetzt angreife, bin ich nächste Runde tot. Huhu. Moment, ich habe hier doch Ansturm darauf. Spiele ich den, um noch vielleicht Karten zu ziehen? Oder starbt. Oder beides. Und habe zumindest noch was bekommen, was vielleicht ein bisschen Schaden machen kann demnächst. Aber immer noch keinen Spott. Mein Spott hat er sehr erfolgreich aus dem Weg geschafft. Das kann mir mindestens 5 Schaden direkt machen. Ich meine, ich könnte ihm 6 machen, aber ich bin in 3 Zügen tot. Bei ihm brauche ich mindestens 4, wenn ich so weitermache. Und jetzt bin ich in 2 Zügen tot. Ja, er macht mir nur 6 Schaden, stimmt, da war was. Auf jeden Fall bringe ich den mal aufs Feld. Ich denke, dann friere ich den einen ein und töte den anderen. Und zwar so rum, damit ich nochmal das mindestens einmal triggern kann. Auf jeden Fall. Ich will nicht 4 Schaden nehmen dafür. Dafür habe ich einfach zu wenig Leben. Die Frage ist, will ich das noch spielen? Ich glaube, er hat keine Waffen, von daher soll ich das spielen können ohne Probleme. Los geht's. So, da ich die Assassinenklinge nochmal habe, ist das glaube ich nicht so schlimm, wenn ich die verliere. Na toll. Das bedeutet, ich muss jetzt die beiden dafür traden. Ich bräuchte irgendwas mit direkten Schaden, mindestens 2 darauf. Weil ich kann das darauf benutzen. Ah. Aua. Und jetzt mache ich auf jeden Fall. Jetzt muss ich das so machen. Das so. Tausche das gegen den ein. Und spiele was? Ich glaube den. Und den, um möglichst viel wieder auf dem Feld zu haben. Ich glaube, der Zug war ganz okay. Ich habe zumindest verhindert, dass er mich nochmal angreifen konnte. Allerdings, wenn er jetzt irgendwie direkten Schaden hat, 2-mal bin ich tot. Ich muss das Land bewachen. Sowas. Ja, und jetzt noch ein Sternwurf oder wie das heißt, hat, bin ich tot. Bin momentan darauf angewiesen. Darauf angewiesen, das Feld sauber zu halten. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Der Frostwolf-Clan ist bereit. Weil viel Schaden habe ich nicht. Hey, gebt mir eine Minute. Spüre meinen Stahl. Das war's. Mehr kann ich nicht tun. Ich hätte hier noch 3 Schaden kriegen können. Ich hoffe, ich überlebe die nächste Runde. Dann kann ich ihm nämlich ordentlich Schaden machen. Gut gespielt. Danke. Ja. Wenn er das hat, bin ich halt einfach tot. Das ist so dumm. Dass man sich dagegen nicht wehren kann.
Und ich war jetzt definitiv in einer besseren Position. Aber er kann mich halt einfach finishen und fertig. Wie ihr seht, vielleicht wisst ihr jetzt, warum ich, keine Ahnung, nur auf 2-3 maximal komme. Ich spiele vielleicht in falschen Tageszeiten, was weiß ich. Es gibt einfach Decks, wo ich sage, ich kann nichts dagegen tun. Vielleicht schaffe ich noch einen Sieg, nämlich wenn wir bei 2-3 und nicht bloß bei 1-3. Eure Zeit ist gekommen. Seid auf der Hut. Eigentlich. Ich habe zwar ein bisschen wenig Kreaturen, aber so generell behalte ich das, glaube ich. Überleg gerade. Könnte in Runde 2. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich könnte in Runde 2. Moment mal, nein, wenn ich Coin habe, kann ich sogar in Runde 1. Nein, ich brauche eine Waffe. Hahaha. Ich kann es erst in Runde 3 machen mit den beiden. Ich brauche eine Waffe auf jeden Fall. Ich könnte jetzt schon eine Waffe anlegen. Dann kann ich in Runde 2 machen. Und nächste Runde direkt Ansturm mit 6 Schaden. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Plan. Außer er kriegt jetzt einen Tote mit Taunt. Das wäre dumm. Ich kann das Mana schmecken. Zwei in diesem Zug, wenn ihr. Okay. Das ignoriere ich, glaube ich, jetzt erstmal. Bam. Los geht's. Er wird wahrscheinlich eh traden, dann kann ich ihm so noch Schaden machen. Und Ansturm brauche ich auch nicht mehr, von daher egal. Hier war kein Ansturm. Ja, und das ist das Austausch, war klar. So. Was jetzt? Ich kann das machen, wahrscheinlich werde ich den einfach wieder spielen. Und dafür tauschen. Und den auch damit töten. So, ich mag nämlich ihm keine Boat Control geben. Ich werde wahrscheinlich doch mein Leben ziemlich oft dafür eintauschen müssen, um das Boot auf seiner Seite leer zu halten. Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel. Was will ich denn mit sowas? Was will ich mit sowas? Ach, und das wird nicht besser. Da hat es irgendwie einen Sound verbuggt. Das Dingo! Ja! Benötigt ihr einen Segen? Ja, halt auch noch seinen Taunt. Das ist ungünstig. Ich brauche mal wieder Schaden. Draußen. Genau, bis jetzt einmal richtig durchgekommen. Sehr gut. Trinkt mit mir. Ja, das war klar. Gib mir den Bogenlichtschirm. Und noch eine Karte ziehen. Logisch, würde ich auch machen. Das greift wahrscheinlich einfach an mit den zwei. Ich fresse wieder 5 Schaden. Will ich das traden? Wahrscheinlich muss ich. Ich werde das spielen. Dann das mit dem, damit er weg ist. Ah, der ist schon gar nicht der Tiger. Stimmt. Dann sollte ich den vielleicht doch mit Schattenschritt zurücknehmen. Bevor den irgendwie mir gegen das hier austauscht oder sowas. Oder irgendwie tötet, was weiß ich. Kostet ja dann auch nur 3. Von daher hilft es schon.
Er muss verdammt viel dafür jetzt hergeben, wenn er das jetzt töten will. Oder macht das jetzt mit einem direkten Schaden? Nö, er scheint dafür alles zu opfern, um. Oder? Macht er jetzt mit direkten Schaden? Mit zwei Schadenspunkten? Ah, er macht es damit. Okay. Das macht Sinn. So. Wie spiele ich es jetzt? Ich könnte die beiden spielen. Dann habe ich noch einen Mana übrig. Ich könnte den spielen, mir eine Waffe besorgen. Auf jeden Fall natürlich erstmal die da, die geben mir den Sack. Moment mal, dann ist es ja sogar anders, weil ich weniger Leben habe. Kann ich den? Und den spielen. Manchmal bringt das sogar was, sich selbst Schaden zuzufügen. Ich hoffe, ich kann jetzt damit mein Spiel herumdrehen. Das sind immerhin 13 Schaden, die da auf dem Feld liegen, während er nur 4 hat momentan. Ich frage mich, ob. Bin mir nicht ganz sicher, was er macht. Hat erstmal geguckt, ob er Spott hat, vermute ich mal, ob er Spott aus dem Totem kriegt. Spielt er jetzt Spott? Für den Kreuzzug! Nein, er spielt Gottesschild. Hat er 9 Schaden draußen liegen. Jetzt hat er 12 Schaden draußen liegen. Jetzt muss ich auf jeden Fall mindestens eine seiner Kreaturen. Ich kann sie aber einfrieren. Ich kann eine seiner Kreaturen einfrieren, die 4 Schaden macht. Das werde ich wohl auch tun. Tun müssen. So, ich habe ganze 9 Leben noch. Das wird ein knappes Spiel. Los geht's. Ich muss mindestens 2 Kreaturen töten. Nächste Runde. Und er hat nur eine 3-1er und eine 3-2er. Eine mit Gottesschild und eine, die ich nicht mit Zaubern angreifen darf. Fällt mir ein, selbst dann. Na, hier habe ich 3 Schaden und 5 Schaden. Dass er nur 2 tötet und noch eine am Leben bleibt, kann ich ihn töten. Muss nur eine am Leben bleiben. Irgendeine. Noch 3 Mana. Oh, und er kriegt Spot. Aber trotzdem nützt ihm das noch nichts. Kann ich immer noch töten. Auch mit Spot. Was macht er? Kann er noch was machen, ist die Frage. Ich glaube eigentlich nicht. Er hat noch einen Mana. Was macht er damit? Kann er damit noch. Ich glaube nicht, dass er damit noch großartig machen kann. Er kann vielleicht einmal 3 Schaden machen oder sowas. Und sich damit überladen. Viel mehr kann doch ein Schaman nicht machen. Bleibt nicht viel Zeit. Irgendwie ist die Sprachausgabe in ihm verbuggt. Er hat es gesehen, dass er auf jeden Fall tot ist. Die Sprachausgabe gerade verbuggt mit den Gegnern. Ja, egal. Aber dann bin ich auf meinen 2-2. Vielleicht kann ich noch ein drittes gewinnen. Das wäre immer super. Dann würde ich endlich mal über meinen Zwischenstand, den ich sonst immer habe, kommen. Über meine 2 Siege. Schauen wir mal, was uns die nächste Runde so bringt. Goldene Karten lassen nach dem Zauber eine Menge Staub, ja. Ich habe irgendwie, glaube ich, 150 Staub momentan, ich weiß nicht. Ich muss mir nochmal irgendwie die Karten alle durchgucken und mal anschauen, ob ich irgendeinen davon wirklich haben will, für meine Decks. Valera, oh. Oh. Das Licht wird den Sieg bringen. Oh. Auf der Hut. Aber die ist zu teuer, die will ich trotzdem nicht haben. Auch wenn die eine schöne Karte ist. Das ist deutlich besser. Aber der mit seinem Heilung, ey. Boah, toll, ich zieh den nochmal. Ja. Dankeschön, Spiel. Das hat sich ja für mich voll gelohnt.
Hol ich mal nächste Runde meine Waffe. Ja. Zu den Waffen. Los geht's. Ihn erstmal unter Druck setzen. Weil er eventuell seine Heilung ein bisschen öfter benutzen muss. Weil Priester sind im späten Spiel verdammt stark. Damit kann er eigentlich nichts mehr machen, wenn er seine Heilung benutzt. Da ist die Runde für ihn durch. Und da ich auch nicht mehr machen kann, kann ich noch eine neue Waffe holen. Los geht's. Ja, wäre nämlich schon bei 22 jetzt, wenn er das nicht gemacht hätte. Fußsoldat von Goldhain. Ich kenne mich leider in diesem Warcraft-Universum gar nicht aus. Deswegen verzeiht mir, wenn ich nichts dazu sagen kann. Was bringt und bedeutet und keine Ahnung. Also wie gesagt, ich kenne mich da gar nicht aus. Spiele ich mal den, weil der hier wird es sterben, wenn ich hier den Thron wegkrieg. Oder los geht's. Ist eigentlich, wenn einer eurer anderen Diener stirbt. Okay. Oh. Den könnte ich sogar einen Schattenruf darauf machen. Aber da er E2 Schaden hat und nicht einen. Ist mir das erstmal egal. Den kann ich eher zum Combo und benutzen, den Schattenschritt, glaube ich. So langsam müssen wir mal was spielen hier. Geladen und ah, okay, ich hätte vielleicht doch einen Schattenschritt machen sollen. Aber ich kann eine Karte ziehen. Oh. Das ist sogar noch besser. Kann ich nochmal zwei größere Tonschwellen oder direkt mit Remove holen. Ich glaube, das mache ich hier. Den holen. Los geht's. Da mal den töten und ihn direkt angreifen. Wer ist der Nächste? Da er eh keine Waffen hat als Priester, ist es relativ egal und auch relativ wenig Ansturm hat normalerweise. Also er hat neutrale Kreatur mit Ansturm reingenommen. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Kampfschütze ins Zauberschaden plus 1. Jetzt kann er. Hat noch gar keinen großartigen Zauberschaden. So. Könnte einfach den spielen, um ihn einmal aufzuhalten. Ich auch tun für das spielen und das, um ihn aufzuhalten. Nächste Runde kann ich dann Schattenschritt oder irgendwas benutzen, falls er mir komisch Schaden macht. Kann ich ihm noch ein bisschen direkt Schaden machen? Beziehungsweise kann ich dann das spielen und mit Schattenschritt auch ihn wieder zurückholen, glaube ich. Auf 7 mal, dann wird er wohl den Champion holen, wird 5-5er. Oh, dann macht sowas und hat er noch 5 übrig. Er will unbedingt mein Board clearen, wie es erscheint. Okay, jetzt tradet er. Okay. Das lief nicht wie gedacht. Hab ich noch 3 Mana übrig. Ich glaube, wir machen sowas. Den nehme ich erstmal raus. Ich habe genug Leben, dass ich das machen kann. Nächste Runde wähle ich dann meine Kaltblütigkeit-Kombo. Ich überlege auch gerade mit womit. Wahrscheinlich damit. Oder mit meiner gnomischen Erfinderin. Ich überlege gerade worauf. Ich muss auf den. Oh. Auf jeden Fall jetzt auf den. Und dann damit ihn finishen. Oder damit. Ist sogar noch einfacher. So, jetzt kriegt er 5 Schaden. So rum. Bin direkt gefinished. Glaube ich, spiele ich nochmal ökonomische Erfinderin. Okay, gib mir das.
Auch nicht gleich alles spielen, weil er hat doch relativ viel AOE. Da werde ich mal nicht noch so ein schwaches rausspielen. Am Ende haut er mir sonst ja alles gleichzeitig weg und ich habe gar nichts mehr auf der Hand. Was wir machen. Fügt allen Charakteren 2 Schaden zu. Sowas. Wenn er stirbt. Heilt sich. Ja, mit den beiden. Ihn töten, denke ich. Ja. Aber ich könnte auch. Kann sogar damit den töten. Das macht mir zwar Schaden. Kann ich den spielen? Den? Fällt mir auf, wie viel kostet der? 3. Kann sogar das mir wiederholen. Hätte ich erst angreifen sollen damit. Und dann nochmal spielen. Dann kann ich auch den Kampfschreiber noch benutzen. Hätte ich vielleicht auch mit ihr machen können, zum Kappen ziehen. Dann werde ich noch 2 Schaden mehr machen können. Bis jetzt, glaube ich, läuft es ganz gut. Vor allem habe ich auch noch verraten, wenn da mal mehrere Kreaturen gleichzeitig spielen würde. Sowas. Dann bufft er wahrscheinlich das Leben noch von ihm. Ja, okay, das sind 10-10er. Aber darf er mich da nicht angreifen. Meine Augen sind offen. Sich und noch heilen. Gut gespielt. Ja. Oh, dann bin ich auf 3 Siegen. Zum ersten Mal. Ja! Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, er hat keinen Spott kriegt. Achso, falls ihr euch wundert, warum ich ab und zu mal Englisch rede. Das liegt daran, dass ich viel, hier Total Biscuit viel gucke, Lord of the Arena, und der halt auf Englisch spielt. Und dann auch die ganzen Karten und sowas auf Englisch und die Effekte. So, das bin ich auf jeden Fall schon mal besser als bisher jemals zuvor. Mal sehen, wie weit ich noch komme. Wenn ich jetzt verliere, bin ich zumindest nicht mehr ganz unglücklich, dann habe ich zumindest 50-50 gespielt. Was sich für meine bisherigen Erfolge sehen lassen kann. Wie gesagt, bis jetzt war mein bester Erfolg 2-3 in einem Arena. Ich glaube, bei 3-3 ist man zumindest bei plus minus 0, wenn man mal anschaut, dass man 150 bezahlt, ein Kartenpaket kriegt und wenn mindestens 50 Gold man daraus bekommt oder was Gleichwertiges, dann ist man sozusagen bei plus minus 0. Ich bin wieder als erstes dran. Das sind sogar mal 3 ziemlich niedrige Karten. Ja, die kann ich behalten, denke ich. Die sind nützlich. Auch wenn der Schleim gegen sie nicht so wahnsinnig toll ist. Oh. Das ist mir nicht so viel. Wenn ich den Schleim zuerst spiele, ja, wahrscheinlich jetzt den Frostwurf-Grunzer. Weil sie sonst. Nein. Dann sogar dein. Damit das blöde Gottesschild weggeht. Weil es einfach nur nervt. Der stirbt zwar nicht, aber das Gottesschild ist weg. Point nochmal für einen Mana und macht damit was. Oh, 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 der muss ganz schnell weg. Den muss ich ganz schnell wegnehmen. Shit. Shit, 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 shit. Das ist echt ungünstig. Werde ich den Ding mal spielen. Ich muss den auf jeden Fall dann töten. Aber warte mal. Ach, der stirbt einfach nur. Der stirbt einfach nur. Aber wenn er den benutzt, um hier anzugreifen, kann ich dann auch den Mana-Wurm damit töten. Vielleicht gibt es plus Angriff, wenn du Zauber spielst. Wobei, wenn musst du einen Zauber spielen. Und der tötet auch den. Aber ist egal, solange er den benutzt. Okay, er geht einfach direkt durch. Das ist ungünstig. Ich muss den so schnell wie möglich töten. Der tut nämlich richtig weh, wenn der am Leben bleibt. Ja. Los geht's. Momentan brauche ich das nicht benutzen. Ich bringe sie hier dazu, da sie sich Karten, also relativ so Monster spielt, ihre Zerstörungssachen zu benutzen. Ach, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck. Er tut nämlich mir das halt richtig weh.
Tretet bei. Los geht's. Oder beides. Ich muss mich da jetzt durchboxen. Mehr oder weniger, um an den Mana-Würm ranzukommen. Der muss sterben. Sonst macht der mir richtig. Der ist jetzt schon eigentlich sein Geld wert gewesen. Also sein Mana wert gewesen. Wenn er halt bei 3 ist, ist es schrecklich. Also nochmal 2 Schaden. Das wäre echt ungünstig. Eine Eislanze ist ähnlich schlecht. Und jetzt kann er nämlich wieder 4 Schaden machen. Damit. Das ist, boah. Nervig. Nervig hoch 5. Aber ich kann das jetzt endlich mal spielen. Das schützt erstmal mein Leben vor dem Ding, ey. Meine Güte. Wie hat hässlich hoch 5. Ein Magier mit Mana-Würm draußen. Schon 3 Buffs bekommt das Ding. Das ist eigentlich was ganz anderes. Ah, macht's damit weg. Oh, shit. Wenn ich ziehe dann nochmal Karten, dann macht mir wieder Schaden. Ich werde jetzt einfach mal meinen Kultmeister opfern müssen. Der hat mir, ich sag mal, genug Karten schon gebracht. Ich habe die besten Angebote weit und breit. So. Wenn wir es nur einfach aus Team machen, um 2 Karten noch zu ziehen für nächste Runde. Kann ich dann plus 4 Angriff geben? Ach, shit. Friert jeden Charakter ein, mit dem er angegriffen wird. Oder der angreift. So. Ihr könnt nicht vorbei. So was. Dann spiele ich, glaube ich, die. Aufgepasst. Dann spiele ich Kaltblütigkeit auf den. Und dann lege ich, glaube ich, noch eine Waffe an. Ich bin bereit zu lernen. So. Zeit, die Zeche. Los geht's. So. Ich denke, das war ein ganz guter Spielzug. Damit habe ich meine gebuffte Kreatur geschützt. Und gleichzeitig. Ah, shit. Gut gespielt. Setze mich eingefroren. Dieser Remove ist einfach unfair. Würde ich fast behaupten. So. Ich werde jetzt, denke ich, ihn einfrieren. Aha, kann ich auch. So, und dann spiele ich wahrscheinlich den hier als nächsten, damit der dann nächste Runde 3 Angriff hat. Vertraut den Piratenkodex. Ja, ich denke, das sieht ganz gut aus. Wie gesagt, eine 3-3 für 3 Mana ist immer noch in Ordnung. Na. Shit, den muss ich töten, sonst hat er zu viele Card Draw. Ist wahrscheinlich jetzt schon. Ja, und sie friert den einen, der es kann. Fire Blast nämlich einfach nur, was es kann. So, ich könnte jetzt hier Ansturm benutzen. Macht ja 3 Schaden. Das will ich auf jeden Fall benutzen. Aber auf wen? Auf welche jetzt 4 Leben? Das ist bei Magio echt schwierig. Ich denke, ich opfer die beiden dafür. Und spiele dann noch die. Und ihn. Los geht's. Das war's. Bei 10 Mana tut die richtig weh.
Da haben sie nämlich auch Zauber, die einfach mal so 10 Leben abziehen. Es kann sein, dass ich jetzt tot bin, wenn sie das auf der Hand hat. Lass die Schmerzen sprechen. Der hat auf dem Card Draw drin. Oh fuck. Ja, das war klar. Das ist für Card Draw benutzt. Dann kann sie mich noch anschreiben. Um mich einzufrieren. Oder einfach nur um mich Schaden zu machen, je nachdem. Jetzt ist die Frage. Also, hey, den töte ich auf jeden Fall erstmal so. Ja. Wenn ich nicht den erleben, das bin ich mit Sicherheit tot. Das heißt, ich muss den töten. Vorher sollte ich aber den hier rufen, glaube ich. Ich glaube, ich spiele das, das und den. Ich nehme hier einen 9-9er. Töte seine 8-8er. Besser kann ich es, glaube ich, gerade nicht machen. Wenn er jetzt irgendwas hat, um mich zu töten, kann er Glück haben. Ansonsten bin ich in einer ganz guten Position. Er muss eigentlich mein Board klären, wenn er mich nicht direkt töten kann. Ja, oder einfrieren. Na, hat er mal 5 Schaden? Nein, hat er nicht. Schade. Ich muss das hier töten. So. Jetzt habe ich genau 18 Schaden auf der. Mit mir 19. Wenn ich mich jetzt nicht töten kann, ich wieder alles einfriert, habe ich gewonnen. Ah ne, ich bin ja eingefroren mit der Aktion. Das sollte ich vielleicht bedenken. Und, kann sie mal 4 Schaden direkt machen? Ja. Das war's dann, schade. War am Ende doch eine ganz knappe Runde. Das ist so ein bisschen, was ich an Hearthstone schade finde. Man hat zwar dann trotzdem eine ganz gute Verteidigung, aber man kann trotzdem einfach vernichtet werden. Ja, aber naja, 3-3, besser als bisher in irgendwelchen Arena-Runden. Da kommen zumindest 3, ja, stoff schon mehr aus. 20 Gold, ein Deck, nochmal 30 Gold, da bin ich genau bei plus minus 0. 100 hätte ich für das Deck eh bezahlt und 50 noch dazu. Also 50-50 kommen wir genau bei plus minus 0 raus. Mal schauen, was ich drin habe. Mich da irgendwas dran reizt. Eisland, oh, ganz nett. Wetterhamster, bläh, junger Baumeister, okay, was ist das? Oh, noch ein Lichtbrunnen. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon 2 habe. Ich glaube nicht. Und ein Dschungelpanther. Gucken wir doch mal kurz rein. Ja, da habe ich jetzt 2 Lichtbrunnen, das wird cool, da kann ich mein Priesterdeck ein bisschen verändern. Und noch eine zweite Eislanze im Jarkia-Deck, ist auch ganz nice. Heute haben es das zweite Mal. Hä? Warum sagt er mir dann, ich kann was herstellen? Was kann ich denn? Unzählige? Ich habe gewöhnliche, überzählig. Welche denn? Welche sind das? Ich würde das gerne wissen. Hm, was soll's. Das sind auf jeden Fall überzählige. Wahrscheinlich habe ich dann doch schon den Beutehamster oder sowas gehabt. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich hoffe, ihr habt mir ein bisschen Mühe gegeben und nicht vollkommen daneben gespielt. Ich hoffe, mein Kanal gefällt euch sonst auch soweit. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen.